So, liebe Freunde, hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei Zockermania und FIFA 15. Wir spielen immer noch mit dem FC Bayern München in der Gruppe gegen Manchester City, Valencia und den AC Mailand. In unserem letzten Spielchen hier müssen wir nochmal oder jetzt das erste Mal gegen Manchester City ran. Die führen auch, die haben zwei Siege. Was soll ich dazu sagen? Sie haben zwei Siege, die sind ziemlich stark, es ist ein super starkes Team. Wir haben übel gegen Valencia verloren, das war einfach schlecht gespielt von mir. Das muss ich so zugeben und wenn ich das schon wieder so sehe, Etihad hier, Airways, lassen oder kicken wir den Ölscheichen doch einfach mal in den Hintern. So, wir sind mit unserem altgewohnten relativ guten Team recht gut am Start. Jetzt schauen wir mal. Ah, Elfmeterschießen noch einmal. Gut, natürlich. Zack und ein bisschen nach oben. Vielleicht treffe ich. Ja, wunderbar. Und zack. Da sind diese Viecher davor. Zack. Nee, nicht ganz, schade. Naja, nochmal. Scheiß drauf, leck mich. Ich will jetzt spielen. So, es geht um alles oder nichts in diesem Spiel für uns. Wenn wir es nämlich verlieren, dann sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit weg vom Fenster. Wir spielen hier mit unserer normalen Aufstellung. Lahm in der Verteidigung. Also wir sind also in dieser Konstellation mit Innenverteidigung Bartstuber und Boateng und außen links Alaba, außen rechts in der Verteidigung Lahm. Das ist in meinen Augen die weltweit stärkste Verteidigung, die auf dem Markt ist. Also da gibt es keine Verteidigungslinie, die stärker ist. Also jetzt in der Realität gesehen. Natürlich, wenn ich jetzt hier spiele, dann nehme ich dieser legendären Verteidigung natürlich irgendwie ein bisschen ihren Zauber. Das muss ich natürlich zugeben. So, wir müssen gleich mal ein Zeichen setzen, würde ich behaupten. Außennetz. Passt. Also ich bin auch überrascht, mir fehlen so. Da fast die Worte, das habe ich lange verdient. Was ist mit ihm los? Warum wackelt der so komisch? Naja. Gut. Müller ist vielleicht jetzt in dieser Position auch nicht ganz so korrekt, das gebe ich zu. Ich befinde mich auch immer noch in der ersten Aufnahmesession, das heißt, falls ihr was zu meiner Aufstellung irgendwie gesagt habt in Folge 1 und 2, kann ich darauf noch nicht eingehen. Ich will einfach ein paar Folgen jetzt mal vorproduzieren, dass ich einfach auch sehen kann, in Ruhe mal sehen kann, wie kommt es jetzt über eine Woche mal an. So, wunderbar. Und Robben. Gut. Sicherlich. Ja, wir brauchen einen weiteren Spieler. Da kommt mal Boateng. Boateng. Kommt mal dahin. So. Oh, fuck. Jetzt los. Tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Mhm, okay. Ich weiß nicht, was ich da jetzt getan habe. Ich bin gegen ihn gerannt. Das ist ein Stürmerfoul, okay. Jesus Navas. Oh, fuck. Ja, Manchester City ist halt richtig gut auch aufgestellt. Hier, Touré. Ist natürlich auch echt stark. Nein, da muss doch irgendeiner hingehen, Leute. Erfolgreicher Zweikampf. Puh. Schweinsteiger am Ball. Bin schon fast panisch geworden. So, Robben. Ein Torgarant in meinen Augen. Der andere ist schnell. Fuck. Na gut, Joe Hart ist jetzt nicht unbedingt die Größe im Tor. Das muss man natürlich schon auch mal sehen. Das heißt, wir kommen da mit ein paar Schüssen wahrscheinlich schon durch. In der Realität würden wir da durchkommen. Ich glaube nicht, dass das Spiel die Wankelmütigkeit englischer Torhüter mit einberechnet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja auch noch an Seaman. Der war auch englischer Nationaltorhüter. Da kann ich mich an Situationen erinnern, da hat er den Ball einfach auf den Kopf bekommen. Von oben, er hätte ihn nur fangen müssen, aber er hat ihn auf den Kopf bekommen, angeblich. Boah, fuck. Angeblich hat ihn die Sonne geblendet. Auf jeden Fall ist er auf seinem Kopf gelandet. Seaman ist umgefallen nach hinten und der Ball im Tempo mit, ich weiß nicht, 2 km/h oder so ins Tor gerollt. Das war eine äußerst peinliche Situation. Und auch Joe Hart ist nicht wirklich. Er war in der WM, fand ich eigentlich ganz gut. Aber ist natürlich jetzt auch kein Garant für ich halte alles. Also
Ist ein guter Torwart auf jeden Fall, aber man kann sich freuen, wenn er wirklich mal eine hochklassige. Ah, fuck. Wow. Schon wieder Außennetz. Okay, wir haben Glück. Klischee. Ja, gut. Mir fehlt auch ein bisschen Toni Kroos bei Bayern. Also das fand ich ziemlich schade, dass der zu Real gegangen ist. Der war bei den Bayern schon super wichtig, fand ich. Vor allem in Kombination mit... Ach Gott. In Kombination mit Schweinsteiger und auch eventuell dann mit Alonso. Aber es ist natürlich, stimmt natürlich, dass der Konkurrenzkampf enorm hoch ist und ein Weltklasse-Spieler wie Toni Kroos. Fuck. Naja, gut. Jetzt dachte ich schon, er pfeift die Nummer hier. So. Ein Weltklasse-Mittelfeldspieler wie Toni Kroos, der will natürlich spielen und der will auch zeigen, was er drauf hat. So. Zack. Und jetzt hat Müller. Der hat noch Power, der hat noch Saft. Und Achtung, genau hingeschaut. Nein. Ja, manchmal hoffe ich mir irgendwie vom automatischen Passsystem des Spiels mehr, als es dann doch macht. Da bin ich wahrscheinlich auch noch nicht so drin in der ganzen Nummer. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Aguero ist auch, also argentinischer Superstar hier. Der ist richtig gefährlich, der Aguero. Da war ja irgendwie, ich glaube, genau mit der Tochter von Maradona, vom Diego Maradona, dem großen Handgottesmenschen zusammen. Haben aber das Ganze dann doch irgendwie beendet, komischerweise. Und... Ah, fuck. Scheiße. Ah, Mann. Mann, ärgerlich. Ärgerlich. So, ärgerlich. Fuck, naja. Gut, ja, Aguero war mit der Tochter von Maradona zusammen. Eigentlich auch keine schlechte Partie als Fußballer, wenn man den dopenden Maradona hier am Start hat. Kann ja nicht schaden. Vor allem war Maradona ja auch argentinischer Nationaltrainer dann mal. Für eine WM. Ging dann zwar irgendwie schief. In der letzten WM lief es ja besser. Da spielte ja dann Argentinien gegen Deutschland im Finale. Laber nicht so viel. Fuck. Nein. Ribery. Spiel. So. Müller, lauf vor. Lauf vor, Müller. Der ist verletzt, der Lewandowski, glaube ich. Der ist voll im Eimer. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Der Lewandowski ist im Eimer, glaube ich. Das muss ich mir mal anschauen. Ah, fuck. Gut, 0-0 reicht nicht. Wir müssen ein Törchen machen. Ah. Nein. Ja. Komm. Nein. Auf. Dann finden Sie auch die Lücke. Ja, natürlich müssen sie schneller kombinieren. Gute Flanke. Und klasse auf die Parade. Gut, Ribéry. So. Ich muss mich wieder mehr auf die Flanken konzentrieren. Lewandowski. Ja, der ist im Eimer. Okay, aber jetzt auswechseln ist auch blöd. Auf der anderen Seite muss ich ihn auswechseln. Ah, shit. Gut, Halbzeit. Wir schauen uns mal Lewandowski an. Was geht denn mit ihm? Naja, er ist gar nicht tot. Ah, der hat ein starkes Dribbling, aber ich kann nicht duellen. Naja, gut. Wir wechseln wieder in der zweiten Hälfte. Dann lief es ja eigentlich ganz gut. Wir haben allerdings auch im letzten Spiel in der ersten Hälfte noch... Ja, fortsetzen. Wir haben in der ersten Hälfte noch das an den Anschlusstreffer erzielt. Dann in der zweiten keinen mehr kassiert. So. Oh, nein.
Da muss Müller mal hinten helfen gegen Aguero. Also ich finde, Aguero ist schon echt ein gefährlicher und starker Spieler, aber im Endeffekt ist er ein bisschen überbewertet. Also wenn ich jetzt mal überlege, welche Leistung er... Fuck, das wäre wunderschön gewesen. Welche Leistung er im Finale gebracht hat, auch grundsätzlich in der WM, war schon gut, aber es war jetzt nicht Weltklasse. Also da gab es andere, die waren deutlich besser unterwegs. Ah, gut gemacht, ja. Das war gut gemacht. So. Oh, no. Fuck. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ah, naja, Möglichkeit noch nicht, aber nervig ist die Nummer trotzdem. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung. Schweinsteiger. Schweini, der hat nicht mehr so viel Power. Schweinsteiger am Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Erstmal nur Mist. Ah, da war mit Alonso hier. Der ist auch schon ziemlich im Eimer. Oh fuck. So. Dann können wir hier mal wechseln. Das machen wir auch mal. Ja, Lewandowski bin ich nicht so zufrieden. Der geht raus. Da kommen wir mal mit Pizarro rein. Und hier kommt dann mal der gute Götze. Für einen Schweinsteiger. Lahm kommt dann mal hier rein. Ins Mittelfeld wieder. Und dann gehen wir rechts natürlich wieder mit Rafinha rein. So. Schauen wir mal, ob uns das irgendwie ein bisschen Glück bringt. Zack. Noch hat das bestehende Team jetzt ja die Chance, hier ihre Gunst mir zu beweisen. Aber so geht das nicht. Wir brauchen ein Törchen, und kein Gegentörchen. James Milner. Alaba. Gut gemacht hier von der Alaba-Spielfigur. Xabi Alonso. Die gehen auch immer mit mehreren Leuten da drauf. Ah, fuck. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Gut. Gleich mal dreifach gewechselt. So. Zack. Wir bleiben an ihm dran. Den decken wir jetzt hier. Genau. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Die Chance. Aguero. Oh, fuck. Oh nein, der Controller ist wieder ausgegangen. Oh, Mann. Die anderen, hey. Der könnte passen. Das Bällchen ist noch heiß. So. Müller. Nein, mit der Zehenspitze. Ich muss nur einmal zum blöden Tor durchkommen. Fuck! Scheiße. Oh Mann. Nein, ihr Vollidioten! Ah! Fuck, jetzt wird's echt eng, Leute. Nasri. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Diesen Treffer wollen wir uns noch mal. Nein, den will ich nicht nochmal sehen. Schöne Ecke, schön verwandelt. Den will ich nicht nochmal sehen. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Fernandinho. Toll. Gib mir den Ball. Es war wirklich knapp. Pizarro.
Ribéry. Mario Götze. Oh! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Fuck. Na, ihr habt gesehen, Joe Hart, der ist ein bisschen anfällig. Ich muss irgendwie in Schussposition kommen. Was sagt der Schiedsrichter? Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden. Ach komm. Er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Scheiße, 80. Minute. Das ist super wenig Zeit. Ah, den hätte ich mir holen können. James Milner. Company. Oh Mann. Clichy. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es. So, die Mitte sein. Ist natürlich nicht so gut. Nein! Oh. Zum Glück haben die den rausgespielt. Götze. Die Möglichkeit. Und die Fallrückzieher hat nicht geklappt. Genau, okay, Einwurf. Shit. Und jetzt wechseln sie. Ja, sollen sie ruhig wechseln. So. Flanke fliegt in den 16er. Nein. Hol ihn dir. Ja, das ist vielleicht schon die. Was jetzt? Chance. Oh, scheiße, 88. Minute. Götze. Ribéry. Jetzt ins Tor. Und nein! Nein! Fuck, okay Leute, das war das Ende des Let's Plays von FIFA. Ärgerlich. Ärgerlich, zumindest einen Punkt. Um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Fuck. Ganz konzentriert, keine Gefahr. Müller. Pizarro. Nein. Okay, gut. Shit. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind übel aus unserem eigenen. Nein, sind wir nicht. Juhu! Wir sind noch nicht rausgeflogen. Ich habe glücklicherweise Hin- und Rückspiel eingestellt, offensichtlich. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben nochmal Chancen. Die müssen wir auch nutzen. Manchester hat jetzt hier 3 Siege. Da wird es schwer ranzukommen. Mailand ist noch keine ernsthafte Gefahr. Ich glaube, Mailand können wir jetzt hier auch nochmal besiegen in der nächsten Folge. Das müssen wir aber auch. Valencia wird dann hoffentlich von Manchester wieder kaputt gemacht. Und also wir brauchen jetzt ein bisschen Schützenhilfe. Und jo. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es tut mir jetzt leid, dass ich nicht weiter auf das Team und auf meine Einstellungen und meine Aufstellungen und Spielerwahl und so eingegangen bin. Ich muss mich jetzt übel konzentrieren, dass wir nicht draufgehen und da jetzt alles geben. Das ist wirklich eine Schwierigkeitsstufe zu hoch für mich, glaube ich. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So ist es. Und in der Rückrunde greifen wir richtig an und holen uns hier Mailand und Valencia und natürlich auch Manchester. Schaut doch gerne auch auf Facebook vorbei, wenn ihr wollt. Schaut auch gerne auf Twitter vorbei. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr dann immer auf den Laufenden gehalten, was gerade so bei uns abgeht. Und ihr dürft auch gerne hier bei unseren anderen Projekten mit reinschauen, wie beispielsweise Legend of Korra oder auch in WoW oder von mir aus auch gerne hier in H1, Z1 oder Battlefield, die Hardline, die Open Beta. Wie ihr wollt, wie es euch beliebt, schaut doch einfach mal bei Zockermania vorbei. Und wenn es euch gefällt, lasst doch ein Abo da, wird uns total freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.